Und man sieht ja, wie die Regierung erst nach und nach in der Realität ankommt. Und Herr Minister, Sie sagen öffentlich, die Lage ist dramatisch schlecht. Die Zahlen sind schlecht. Also nach dem Motto, der Wirtschaft geht's gut, aber die Zahlen sind schlecht. Okay. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind nicht nur Zahlen. Inflation bedeutet für die Menschen realen Kaufkraftverlust. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz verschleppt. Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja. Es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das ist mir noch nie passiert. Schließen möchte ich mit einer neuen Bauernregel. Wer nichts weiß und wer nichts kann, der schließt sich dann den Grünen an. Vielen Dank.